Per Video. Pfingsten. Sie sehen, alles ist rot. Es ist ein Fest des Heiligen Geistes. Und es ist der Geburtstag der Kirche, den wir feiern. Wir beginnen mit dem Lied Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft. Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott, lass uns Pfingsten feiern, Geburtstag der Kirche. Mit einem Wunder der Sprachen hast du deine Kirche begonnen. Sie verstanden einander, weil jeder die Sprache des anderen sprach. So gib, dass auch wir einander verstehen, dass wir hinhören, was der oder die andere sagt, dass wir hinschauen, wie es ihr oder ihm geht, dass wir hören, auch das, was ungesagt bleibt. Lass deinen Heiligen Geist wehen in unser Leben und gebe uns Mut, Hoffnung und Liebe. Amen. Im Psalm 118 heißt es, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich nicht dem Tode preis. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Das ist das Tor des Herrn, die Gerechten werden dadurch einziehen. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Dies ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen.
Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. O Herr, hilf. O Herr, lass wohl gelingen. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext für heute steht im ersten Buch Mose im 11. Kapitel. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Land China und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander, wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und nahmen Ziegel aus Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen, wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sehe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Spruch verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr das selbst verwirrt hat, alle Weltsprache, und sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde. Dein Wort sei meines Fußes Leucht und ein Licht auf meinem Weg. Halleluja. Ja, wir kennen alle die Geschichte vom Turmbau zu Babel. In menschlichen Größenwahn schiebt Gott einen Riegel vor. Gerade was sie bezwecken wollten, die Menschen, sich einen Namen machen, damit sie nicht zerstreut werden, gerade das Gegenteil bewirkt ihr Unternehmen. Der Turmbau zu Babel ist das Gegenstück zu der Pfingsterzählung in der Apostelgeschichte. Dort wird erzählt, wie die Jünger nach Christi Himmelfahrt zusammensitzen. Was sollen sie nun tun? Wie soll es weitergehen? Plötzlich ist ein Brausen im Raum und wie Feuerzungen kommt auf jeden Einzelnen und jede Einzelne. Und schlagartig können sie in den verschiedensten Sprachen sprechen und alle Fremden in ihren Sprachen das Evangelium predigen. Der Turmbau zu Babel ist der Beginn der vielen Sprachen, der Aufteilung, der Trennung. Geboren aus menschlichem Streben nach Macht und Geltungssucht. Eigentlich tun sie mir leid. Da planen sie und schuften und beginnen voller Optimismus und können es nicht vollenden. Sie verstehen einander nicht mehr. Klar, für ein großes Werk müssen viele mit anpacken. Und dann ist es unerlässlich, dass man einander versteht. Dass man dieselbe Sprache spricht. Wir wissen, Projekte laufen erst richtig gut, wenn die Beteiligten sich gut verstehen und auch an einem Strang ziehen. Das schaffen die in Babel nicht mehr. Gott macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Bei Pfingsten ist es gerade andersherum. Da beginnt das Wirken der Kirche mit der Fähigkeit, die Sprache des anderen zu sprechen. Gott schickt den Heiligen Geist und der weht kräftig. Er verleiht sozusagen Flügel. Aus den ratlosen Jüngern werden fröhliche Bekenner. Tatsächlich hängt der Erfolg der Kirche sicher davon ab, die Sprache des anderen zu sprechen, eine Ebene zu finden, sich auf den anderen einzulassen. Das ist heute so wie damals. Und nicht nur in der Kirche, das gilt überall, auch in der Familie. Auch im Verein. Wenn ich nicht mich auf die Sprache meines kleinen Kindes einlassen kann, dann wird es mich nicht verstehen. Aus dem gegenseitigen Verstehen wächst dann Gemeinschaft, das Gefühl, wir gehören zusammen. Da beginnt dann Energie zu fließen, Zusammenhänge erschließen sich und das Leben gewinnt an Fahrt. Diesen pfingstlichen Geist haben Sie vielleicht auch schon mal erlebt,
Pfingsten ereignete sich ja nicht einmal vor rund 2000 Jahren, sondern das passiert uns immer mal wieder. Auch heute weht pfingstlicher Geist durch unsere Welt. Das nicht nur im Mai, wenn Pfingsten im Kalender steht. Auf einmal melden sich Lebensgeister zurück. Kraft strömt, Erschöpfung weicht, Lebenslust kehrt zurück, weil wir uns verstehen, weil wir aufeinander eingehen. Welch ein Geist, der uns da erfasst. Keine schlechte Idee, diesem Geist ein schönes Fest zu feiern. Frohe Pfingsten Ihnen allen. Und die Gnade Gottes, welche größer ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre euer Herzen und Sinn in Jesus Christus. Amen. Wir hören jetzt das Lied Komm, o komm, du Geist des Lebens. Gottes Geist bewegen lassen und auch für die Spötter und Zweifler. Wir beten für alle, die sich nicht verstanden fühlen und für die, die trotzdem versuchen, andere zu verstehen. Wir beten für Paare, die die gemeinsame Sprache verlernt haben und für Familien, die mühsam lernen müssen, miteinander zu reden. Wir beten für Menschen, die in einem fremden Land die Sprache erlernen müssen. Und wir beten für die, die ihnen zuhören, auch wenn es noch mühsam ist. Wir beten darum, dass die Unverstandenen verstanden werden, dass die Sprachlosen Worte finden, dass die Menschen mit dem Herzen sehen und hören, was Augen und Ohren nicht verstehen. Amen. Und alles, was wir auf dem Herzen haben, legen wir in die Worte des Vaterunsers. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hören auf das Lied, du bist heilig, du bringst Heil. Ist die Fülle wie ein Teil der Geschichte, die du webst. Gott, wir danken dir, du lebst. Thank you.
Wir wollen um Gottes Segen bitten. Gott segne uns, behüte uns. Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen.